Hallo Freunde! Ihr stimmt zu, dass wir keinen Tag ohne ein Smartphone überleben werden. Das Schreiben mit Freunden in den sozialen Netzwerken, Videos auf YouTube ansehen und auf interessante Seiten zu surfen. Aber es gibt echte Situationen, wo die Phrase "Ich würde ohne mein Telefon sterben" eigentlich nicht wirklich ein Witz ist. Heute werden wir euch 10 Fälle erzählen, bei denen ein Telefon das Leben einer Person rettete. Es ist ausreichend, dein Telefon mit der Phrase "Okay Google" oder "Hey Siri" anzusprechen. Und schon sind sie bereit, die Informationen zu liefern. Okay Google, wie ist das Wetter heute? Aber diese Sprachwahl ist nicht die einzige nützliche Sache. Es stellte sich heraus, dass diese Anwendungen in der Lage sind, das Leben einer Person zu retten. Zum Beispiel, in Australien bemerkte die Mutter eines 1 Jahre alten Mädchens, dass ihr Kind aufgehört hatte zu atmen. In Eile ließ sie versehentlich ihr iPhone unter die Couch fallen. Jeder Moment zählte und die Mutter wendete sich an Siri mit "Hey Siri, ruf die Rettung an." Die Ärzte kamen schnell an und waren in der Lage, das Baby zu retten. Wenn sie nur eine Minute später angekommen wären, hätte es keinen mehr gegeben, der gerettet werden hätte können. Ein weiteres Ereignis trat mit einem 4 Jahre alten Jungen auf, der seine Mutter bewusstlos in der Küche gefunden hatte und damit begonnen hatte, ins Telefon zu schreien. Siri rief die Rettung und die Polizei an. Der Standort des Telefons ermöglichte den Rettungsdienst herauszufinden, wo der Junge lebte. Ärzte waren in der Lage, seine Mutter zu retten, aber sagten, dass wenn sie nur 10 Minuten später gekommen wären, die Frau nicht mehr länger unter uns gewesen sei. Im Jahr 2010 erlitt Haiti ein massives Erdbeben, welches auf der Richterskala eine 7 maß. Als Resultat starben mehr als 100.000 Personen und 10.000 Häuser wurden zerstört. Dan Woolley war in einem der zerstörten Häuser. Er hatte ernsthafte Blutungen, er verlor die Kraft und konnte immer weniger dem Druck der Ziegel und Steine standhalten. Glücklicherweise half die Installation der Ersten-Hilfe-App auf seinem Telefon, dass Dan die gefährliche Blutung stoppen konnte. Als die Rettungsleute kamen, um ihn aus den Ruinen zu befreien, war er bewusstlos. Jedoch war er in der Lage, einen Druckverband zu basteln, welches das Blut in seinem Körper behielt, was im weiteren Sinne sein Leben rettete. Der Arzt sagte, dass wenn er dies nicht gemacht hätte, er in 30 Minuten gestorben wäre und es keinen gegeben hätte, der gerettet werden müsste. Andrew Johnson entwickelte die Anwendung für das iPhone, welches das Leben seiner Mutter rettete. Zufälligerweise hatte er im Keller eine CD von seinem Großvater gefunden, welcher Kardiologe war und die Töne der Herzschläge von seinen Patienten mit zahlreichen Herzkrankheiten aufnahm. Die Töne von dieser Disc wurden zu einer Database für die Anwendung, welches die Präsenz einer Herzkrankheit entdeckte. Die App nimmt durch das iPhone die Herzschläge auf und vergleicht diese mit der Database, welches dann bestimmen kann, ob es Herzprobleme gibt oder nicht. Um dieses Programm zu testen, ob es überhaupt funktioniert, hörte er sich zuerst sein Herz und das seiner Mutter an. Das Telefon begann Alarm zu schlagen und Andrew machte umgehend einen Termin für seine Mutter mit einem Kardiologen. Seine Ängste wurden bestätigt. Die Frau musste umgehend operiert werden. Die Ärzte sagten, dass in ihrem Fall es notwendig war, schnell zu handeln, da sie ansonsten gestorben wäre. Kameras von modernen Mobilgeräten sind nicht nur in der Lage, uns zu unterhalten, aber können auch schreckliche Krankheiten erkennen. Die App Skin Vision kann mit Hilfe einer Kamera den Zustand der Haut analysieren, Muttermale überprüfen, deren Wachstum beobachten und Hautmalignome in frühen Stadien diagnostizieren. Was bedeutet, dass es Leben retten kann? Du musst nur ein hochwertiges Foto von deinem Muttermal machen und nach einigen Sekunden wird dein Telefon dir berichten, ob es ein potenzielles Problem aufweist oder nicht. Diese Anwendung rettete mit viel Glück der 46 Jahre alten Nikki Didrich aus dem Vereinigten Königreich das Leben, da sie bei einem ihrer Muttermale schwarze Hautkrebs entdeckte, welches als eines der aggressivsten Formen von Hautkrebs angesehen wird. Sie ging umgehend zum Arzt, wo der Frau berichtet wurde, dass sie in hoher Gefahr schwebte und der Tumor wurde umgehend entfernt. Es erschien eine Anwendung, die uns auf der Straße begleitet und uns in gewissem Maßen schützen kann. Dies ist eine sehr nützliche App für Personen, die spät nach Hause kommen, ganz besonders für Mädchen. Wenn eine Person angegriffen wird, die Anwendung erkennt scharfe Bewegungen oder Änderungen in der Route, fragt es den Nutzer, den "Alles in Ordnung"-Knopf zu drücken. Und wenn dieser Knopf nicht innerhalb von 15 Sekunden gedrückt wird, lässt das Telefon Geräusche wie Schreie nach Hilfe von sich. Auch das GPS-Programm gibt einen Anruf an die Polizei an, schreit weiter und überträgt die Standortkoordinaten. Dies ist ein echter Smartphone-Bodyguard, nicht wahr? Mobiltelefone sind auch in der Lage, Nachrichten an die Polizei abzusenden, wenn du dich nicht innerhalb der Netzwerkabdeckung befindest. Heute wird diese Funktion in den Vereinigten Staaten angewendet, aber in der nahen Zukunft wird es in allen Ländern verfügbar sein. Sende einfach eine Nachricht oder sogar ein Video an 911 und dir wird Hilfe zugesendet.
Auch gibt es in fast allen Ländern die allgemeine Nummer 112, um Notfallanrufe durchführen zu können. Es kann von jedem Telefon darauf zugegriffen werden, sogar ohne eine SIM-Karte. Die Mein iPhone finden und Mein Gerät finden Funktion für Geräte auf iOS und Android retteten bereits schon das Leben von Personen. Im Jahr 2014 verlor das Mädchen die Kontrolle und flog von der Straße in eine Schlucht mit einer Tiefe von 150 Metern. Die Karosserie des Wagens war gebogen und blockierte sie. Dadurch konnte sich das Mädchen nicht bewegen. In diesem Zustand verbrachte sie 17 Stunden. Ihre Bekannten wussten nicht, wo sie waren. Und einige Stunden später rief ihre Mutter die Polizei an. Ein Polizeibeamter empfahl ihr, die Mein iPhone finden Funktion auf dem iPad des Mädchens zu verwenden, welches sie glücklicherweise zu Hause gelassen hatte. In der Tat war ein Telefon und ein Tablet miteinander synchronisiert und dank ihrem Telefon waren sie in der Lage, ihren Standort zu lokalisieren. Das Mädchen war ernsthaft verletzt, aber dank ihrem Telefon konnte sie zeitnah ins Krankenhaus gebracht werden, wo man sie gerettet hat. Wenn ein katastrophales Naturdesaster sich in deine Richtung bewegt, dann wird das Telefon dich warnen. Dies war das Schicksal von einem Mann in den USA, dessen Leben dadurch gerettet wurde. Ein sehr starker Tornado bewegte sich in seine Richtung. Die Anwendung kalkulierte mit Hilfe des Wetters und Klimas die Flugbahn des Tornados und warnte den Mann mit Hilfe des GPS-Navigators. Zeitgerecht hatte er die Nachricht gelesen und bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung. Nach einigen Minuten, als er an einem sicheren Ort war, verursachte ein Tornado enorme Schäden an der gesamten Straße. Ich kann mir nur vorstellen, was passiert wäre, wenn er diese Nachricht auf seinem Smartphone ignoriert hätte. Auch Netzhautkrebs kann mit Hilfe von einer gewöhnlichen Telefonkamera entdeckt werden. Retinoblastom ist die am häufigsten auftretende Krankheit bei Kindern und Babys und kann während normalen Fotosessions mit Blitz entdeckt werden. Wenn einige Fotos einen gelben Schein in den Augen aufweisen, dann sollten Sie umgehend einen Spezialisten aufsuchen. Wenn diese Krankheit in einem frühen Stadium entdeckt wird, liegt die Chance, dies zu überleben, bei 95%. Dies passierte bei dem kleinen Zack, als seine Eltern einen gelben Fleck in den Augen des Jungen auf den Urlaubsfotos bemerkten und umgehend zum Arzt fuhren. Im Krankenhaus wurde die schreckliche Diagnose gestellt. Nur dank einer zeitgerechten Operation konnte der Junge den Krebs besiegen. Es ist unglaublich, was ein modernes Smartphone alles tun kann. Schreib in die Kommentare, welche App dich am meisten überrascht hat.